Dreh mich nicht! Scheiße! Ah! Oh Mann! Oh, was für ein Battle, Leute! Oh, ich hab mich fast gedreht! Battle! Unglaublich, das hat YouTube doch noch nie gesehen! Meine Fresse, bin ich aufgeregt! Wow! Ah, stimmt, stimmt! Nein! Krise, ich fahr doch ein. Tja, aber jetzt darf ich entscheiden. Achso. Ich muss mal wissen, wie die Reifen sind so. Auf den letzten. Ahahaha. Aber ich sag's dir rechtzeitig. Nein, jetzt. Mann, was mache ich denn Fehler hier? Wieso mache ich einen Fehler? Jetzt hätte ich die schon wieder überholen können. Oh, ey, Dana, ich hol dich. Nein, das glaube ich nicht. Warte, jetzt entscheide ich mal. Okay, ich fahr in die Box. Oh nein, ey, ich muss auch in die Box. Eigentlich theoretisch. Ich würde aber nicht nochmal reinfahren. Okay, du darfst in die Box fahren, Stolz. Ich möchte nicht, dass du jetzt noch wegen mir mit schlechten Reifen wegdrehst. Du kannst reinfahren. Okay. Okay, Box. So. Und jetzt los! Oh nein. Ich krieg eine Krise. Ich glaube, ich muss warten. Nein. Wieso wäre das unfair? Wäre das unfair? Los, beeilt euch. Komm. Ja, ich muss nicht warten. Wieso waren hinter dir welche oder wie? Ja, meine Güte. Ich dachte, die wären alle schon gewesen. Okay, gut. Aber ist ja so, gut. Ich bin immer noch Zweiter. Ja, und ich muss jetzt eine gute Runde fahren. Schutz hier. Und ich darf jetzt nicht drehen. Nee, und du musst auch eine gute Runde fahren, wenn du vorne bleibst. Nee, ich darf jetzt keine gute Runde fahren. Ich muss jetzt erstmal ganz langsam fahren. Ja, aber dann bleibst du jetzt Zweiter. Wenn du Erster werden willst. Ich muss ja auch langsam fahren. Also, ich meine, relativ nicht so. Ja, du darfst nicht übertreiben mit wegen den Reifen. Das stimmt. Ja. Das stimmt natürlich. So, ich bin schon hier in der U-Kurve. So, vorsichtig raus beschleunigen. Und weiter geht's, Sturz hier. Oh, das hier, ich sehe absolut nirgendwo einen Gegner, aber ich weiß genau, ich muss jetzt eine gute Runde fahren, um vor dir rauszukommen. Ja, aber du kommst wahrscheinlich auch vor mir raus, weil ich halt extrem abbremsen musste am Anfang. Wie am Anfang? Ja, nach dem Boxenstopp. Ach so, okay, ja. Aber muss ich dann ja auch gleich mit den schlechten Reifen. Kann auch sein, dass ich mit den schlechten Reifen dann rausgeeiert komme und du dann aber schon mit aufgewehrten Reifen vorbeikommst. Ja, und ich dich unter Druck setze und du dich anfängst zu drehen. Also das wäre ja hammermäßig. Ach, das wäre gar nicht gut. So, was für ein Battle, Leute. Was für ein Battle. So, letzte Kurve. Also letzte Schikane hier. Dann geht's rein in die Box. Und meine Reifen haben aber noch in Ordnung gehalten. Also ich bin ein bisschen gerutscht, aber jetzt nichts Dramatisches. So, ab geht's in die Box und ich bin drin. Ja, bist jetzt schon drin, na das ist ja ein Ding. Nee, das schaffe ich ja niemals. Naja, wer weiß. Also so, jetzt halte ich in diesem Moment. Auf jeden Fall muss ich nicht warten. Ich sehe absolut nirgendwo ein Auto. Ich muss nicht warten. Nee, ich fahr schon wieder. Wo bist du denn jetzt, Sturzio? Ich komme jetzt auf die Zielgeraden. Oh shit, das wird knapp. Aber ich glaube, ich bleib vorne. Sehe ich dich? Nee, ich sehe dich nur ganz da hinten. Bin schon hier vorne. Du bist vorne, ja, und das auch noch sehr gut. Mit ganz 4 Sekunden sogar. Ah, bisschen weit rausgekommen jetzt. So, yes, Stolzio. Und ich hab dich ja sogar auf der Strecke überholt noch. Also, ich muss sagen, taktisch bin ich da klug gefahren, dass ich am Anfang erstmal, ne, kein Risiko wegen soziopathischen Grundgesetz und so, und dann einfach warten, bis der Stolzio mal einen ordentlichen Fehler macht und dann vorbeiziehen. Ne? Ja, aber, Dena, das Rennen ist noch nicht vorbei. Ja, das stimmt. Ist gerade mal 8 Runden vorbei. Es folgen da noch ein paar. 5 Stück oder mehr. ein bisschen falsch gemacht, aber ich bin trotzdem näher rangekommen. Schauen wir mal. Also meine Reifen sind noch nicht wieder perfekt, aber in Ordnung. So. Oder schau ich mal. Ja, sehr nah dran. Es sind nur noch 2 Sekunden. Ja, aber du brauchst eine Sekunde, um DRS zu bekommen und das werde ich nicht zulassen. Die Reifen ich brauche gar kein DRS, ich fahre einfach so ran. Ja, die Reifen dauern voll ewig, bis sie mal endlich mal grün sind. Die sind immer noch nicht grün. Türkis zumindest jetzt, aber... Na, aber ich spüre... aber... Junge! Krass! DRS! Sieh! Sieh, Junge! Sieh! Nein! Ich bin ganz weit ins Rutschen! Nein! Ey, was machst du denn? Du bist irgendwie reingefahren, ich bin nur gerade gefahren. Du hast mich aufs Gras gedrängt und trotzdem haben wir uns berührt. Ja, völlig egal. Trotzdem, wir sind jetzt wieder in der richtigen Reihenfolge. Junge, das geht dann... Nein! Wegen meinen Reifen bin ich ins Rutschen gekommen, total unnötig. Das ja, sag ich doch nicht.
Ich sag's doch. Und dann drängst du mich noch ab. Nee, also, Dena, also das war jetzt ja wirklich, wenn das so war, dann war das nicht wirklich, um dich jetzt wegzudrängen, um bewusst irgendwie so zu machen. Außerdem hat sich jetzt auch nicht absolut umgehauen. Es war ja jetzt vielleicht ein bisschen sturzopathisch, aber trotzdem. Ja, das war's. Ja, aber das hat sich jetzt weggehauen. Kannst du dir nachher bei mir angucken? Ich wurde echt, ich mach dir extra Platz. Ich sehe, oh scheiße, der kommt vorbei. Okay, ich kann nichts machen. Ich fahr ran. Entschuldigung, ich bin zu früh rübergezogen. Das war nicht in Ordnung, da hast du recht. Aber das hatte ich ja wirklich jetzt nicht stark weghauen. Nee, das nicht, aber ich hatte Angst. Ja, okay, das hast du ja noch immer. Weil wir haben uns verhakt, richtig. Ja, wir wären fast beide abgeflogen. Und das, wenn ich jetzt keinen Fehler mehr mache, Leute, dann ist die Antwort vorbei. Perfekt. Weil ich habe gleich DRS mit Sicherheit. Sturzio. Sturzio. Ja, Sturzio. Dena, Alter, ich sag's dir. Meine Reifen sind jetzt nämlich grün, weil jetzt habe ich keinen Nachteil mehr da wegen den Reifen. Ja, ich hatte auch dieselben Reifen. Ja, aber du hast dich nicht so dumm weggedreht wie ich. Ja. Ich habe jetzt auch übrigens auf Fettgemisch gestellt, weil ich habe noch Reserven. Scheiße. Dann muss ich auch noch mal gucken, ob ich da überhaupt schon noch auf dem grünen Dampfer bin. Ja. Ah, warte mal. Oh, plus 2 Runden noch? Ich habe noch plus 3 Runden. Oh. Ich stelle jetzt auf Standard. Ach, du warst die ganze Zeit auf Fettgemisch. Ja, ja, ich habe ja eine andere Strategie als du. Naja, du kannst mehr Runden Fettgemisch fahren. Die Rundenzeiten sehen gut aus. So. Und runter. Ah, du bist voll weit weggekommen noch, ne? Ja. Was ist denn das gemacht? So, ja, Stutze fährt einfach gute Runden. Nein, Spaß beiseite. Ja, woran liegt's? Woran liegt's? DRS. Ja, das ist halt so. Dein Sturz vor allem ist dein Spaß, weil ich werde jetzt nicht so hier ein großes Maul reißen. Das DRS wird aber irgendwie immer gemessen, da kurz bei der Linie vor dem Boxeneingang. Und irgendwie da bin ich immer eine Sekunde hinter dir und auf der Zielgeraden dann trotzdem bin ich. Ja, aber ich hatte auch schon, oft DRS bei jetzt Übungen oder so, also es funktioniert schon. Ja, ich weiß. Du noch näher rankommen. Ja, ich weiß, du bist irgendwie bei der Linie einfach früher als ich. So, und ich kann danach zwar wieder eine halbe Sekunde plötzlich aufholen. Vielleicht haben wir irgendwie eine andere Rennlinie und ich fahre dich viel weiter außen an oder so. Und das ist dann schon die halbe Sekunde, ich weiß ja nicht. Sehr merkwürdig. Und es fühlt sich irgendwie rutschig an, auch wenn meine Reifen eigentlich komplett in Ordnung sind. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht einfach, weil ich ein bisschen neben der Spur war. Neben der Spur. Du fährst voll weit außen die Kurve immer hier, habe ich das Gefühl. Ja, die ist immer unterschiedlich. Ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was kommt. Was ist denn jetzt gewesen? Ich bin jetzt hier, links raus. Ja, genau. Ein bisschen von der Spur weg. Okay, Stolz hier, okay. Oh Gott. Ich komme dir aber nochmal näher ran. Aber jetzt bin ich echt ziemlich weit weg. Also, ja, im Moment bin ich ziemlich weit weg, aber ich weiß gar nicht, woran das jetzt liegt. Aber ich komme jetzt nochmal ran, auf jeden Fall. Mal sehen, hier beim Messpunkt bin ich aber nur 3/10 hinter dir. Sieht aber noch mehr aus als 3/10, finde ich. Ja, finde ich auch. Wie ist auch die Zeitmessung komisch? Naja, jetzt bin ich echt nah hinter dir. So, jetzt bin ich echt nah hinter dir und trotzdem mal sehen. Ja, jetzt müsstest du DRS kriegen. Schauen wir mal, ob ich es bekomme. Ich hab's nicht bekommen! Das verstehe ich nicht. Kein DRS für Dena. Aber ich hatte auch noch nie DRS bekommen gegen dich, also völlig ausgeglichen. Am Anfang hatte ich ja mal DRS. Aber trotzdem ist das komisch. Jetzt fahre ich mal ganz nah an dich ran und dann werde ich sehen. Dann werden wir sehen. Ja, als wenn du das die ganze Zeit so beeinflussen könntest. Natürlich. Oh, jetzt meine natürlich Fehler, ist ja klar. Aber ich auch, ich komme mir dauernd so außen ran und dann werden meine. Und dann drehe ich mich fast. Nein! Lena, wolltest du nicht näher rankommen? Ja, nächste Runde. Ey, war mal übrigens ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Sturzio-Fans, die. Scheiße. Nur auf den Geraden reden, Sturzio. Genau. Die den Daumen gedrückt haben, ja? Danke, Leute. Und wir haben es, bis jetzt haben wir es wirklich geschafft und es ist unglaublich. Drückt weiter den Daumen. Aber drückt ihn nicht zu fest, denn sonst. Nein. Oh Mann, oh Scheiße. Ich sage euch, dieser Daumen, der ist ganz komisch, weil wenn ich immer sage, drückt den Daumen, dann fahre ich auch immer raus. Schon zweimal. Dena auch. Dena, wo bist du? Ja, hier hinter dir. Bisschen entfernt. Leute, wenn wir jetzt keinen großen Fehler mehr machen, dann könnte es echt was werden. Leute, ist das nicht hammermäßig? Das ist die Antwort auf eure Kommentare. Ich hatte dir noch gesagt, man muss mal aufpassen in der Kurve, dann dreht man sich leicht raus. Und was passiert? Ich habe mich leicht rausgedreht. Also, ihr müsst ja wissen, Sturzio. Nein! Oh, ist so
wollte schon wieder in so einer Geschichte erzählen, das ist nicht gut. Sturze hört ja bald auch auf YouTube, ne? Wisst ihr alle? Sturze hört auch auf YouTube. Aber in diesen Momenten, ja, da kommt dann so alles hoch, ja. Also das ist halt, das reizt mich an. Oh Mann! Scheiße, Alonso überholt mich! Oh! Dena! Nein, er ist zu dumm dafür. Aber Scheiße, die sind alle neben mir und hinter mir. Ich bin vorne geblieben. Oh Gott. Oh, jetzt wird's ja einsam hier vorne. Und jetzt habe ich mich gerade nochmal fast weggedreht. Da muss ich voll bremsen und nochmal Zeit verlieren. Und ich komme immer wieder hier links und rechts leicht raus. Ich weiß nicht, liegt irgendwie ein Fluch darauf. Ich krieg das nicht in diese Kurven. Ich komme immer leicht raus. Echt richtig schlimm. Und dann dreht man sich halt richtig leicht, wenn die Reifen dreckig sind. Ja, ich hab die auch geübt bis zum Abwinken. Oh, Mensch. Schurz, du bist schon ordentlich weit weg. Also wenn du keinen Fehler mehr machst, ne? Ja, ne? Dann wissen wir Bescheid. Also 3 Sekunden kann ich jetzt auch nicht mehr in anderthalb Runden noch rausholen. Nein, ich mache einen Fehler. Das geht nur, wenn du Fehler machst. Oh, zum Glück hatte ich einen Abstand. Zum Glück, das ist schon das zweite Mal, dass ich da reinfahre. Oh, bin ich dankbar. Ich kann noch mal hinter dich. Yeah. Man macht mir diesen Druck, Alter. Yeah, ich sagte doch, also ich kann es eigentlich aus eigener Kraft nicht mehr schaffen, aber wenn du einen Fehler machst, ist alles drin. Das ist doch deine Kraft. Ich geht hier über die Skype-Leitung, pass mal auf. Jetzt komme ich aber, ich habe Geschwindigkeitsübersturz hier. Merkst du das? Ich bin ruhig. Ich lass mich nicht. Ich lass mich hier nicht unter Druck setzen. Pass auf, bin in. Trainer! Was soll denn das jetzt hier, ey? Ich glaub's nicht, jetzt wieder noch so. Letzte Runde, Leute. Fett immer Sprit jetzt angemacht. Jetzt kein DRS bekommen, ich war direkt hinter dir. Jetzt hab ich DRS. Keine Ahnung, warum davor nicht. Jetzt hab ich DRS, jetzt komm ich vorbei. Nein, sonst berühr mich doch nicht! Ey! Gib's doch nicht! Nein, dreh mich nicht! Dreh mich nicht! Scheiße! Oh Mann! Oh, was für ein Battle, Leute! Oh, ich hab mich fast gedreht! Battle! Unglaublich, das hat YouTube doch noch nie gesehen! Meine Fresse, bin ich aufgeregt! Wow! Leute, und Sturzo hat den abgezogen! Da! Noch kannst du wieder einen Fehler machen, aber das war echt ein krank geniales Überhol. Überholmanöver nicht, Battle dazwischendurch. Ganz kurz war ich vorne, dann bringst du dich wieder zurück. Ey, ich sag dir mit Curse alles, ey, aber wirklich, Hammermäßig. Was für ein... Nein! Wow! Nein! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Du keine Strafe bekommst! Das gibt es nicht! Ich glaub es nicht! Und das war doch eigentlich völlig... Fährst du wieder? Ey, hallo, was war denn das? Ich hab meine Früh... Nein! Es gibt's doch nicht. So, Weber, den muss ich jetzt auch noch abziehen. Wenigstens Zweiter. Oh, ich war kurzzeitig Vierter. Das glaubst du doch nicht. Hast du eine Strafe? Nein, aber... Oh, das wird eng. Entschuldigung. Okay. Oh. Ich seh's gar nicht. Ach, da. Ah, du bist neben ihm. Du bist vor ihm. Sturzio, pass auf. Nicht zu viel beschleunigen. Ja. Okay, Sturzio, du schaffst das, ja. Mann, ey, das ist so ein Müll. So ein Müll. Leute, aber ich hab die beste Runde. Gewinner der Herzen. Meine Güte, das gibt's doch nicht. In der letzten Runde. Und ich weiß gar nicht, woran das lag. Ich hab vielleicht zu blöde rausbeschleunigt. Ach, das ist mir noch nie passiert. Ja, dann, wenn man da zu viel Gas gibt und noch zu eingeschlagen ist, dann passiert das. Mir ist das ja auch passiert. Oh, ich glaub's nicht. Das ist jetzt wirklich unverdient. Wirklich. Unverdient. Yes! Sieg! Das ist der beste Sieg, den ich je hatte in dieser Saison. Oh, das ist das beste Rennen, das ich je hatte. Das hat aber auch unglaublich Spaß gemacht, Sturzio. Also danke dafür. Das war echt richtig geiles Rennen. Ja, danke auch. Für mich ist es bis jetzt das beste Rennen, glaube ich, was wir in dieser Saison aufgenommen haben. Das hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Am Anfang und am Ende durchgehen, das war einfach richtig fett. Und dann auch der Battle. Also dieser Battle, der ist unglaublich gewesen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann schreibt uns das auch in die Kommentare oder bewertet das Video. Das war echt episch, dieses Rennen. Das war so Hammer. Das war das Beste von allen 60 Folgen oder wie viele wir schon haben. Das fand ich richtig gut. Und es war fair. Wir haben eigentlich bis auf ein paar, zwei Situationen, wo wir uns ein bisschen verhakt haben,
haben wir aber richtig fair, für unsere Verhältnisse sogar super fair, die ganze Zeit gekämpft. Also richtig genial. Ich gehe nochmal in die Fahrerwertung. Und es ist dieses Battle entstanden, was ihr dachtet, was nie entsteht, ja? Also, ich sag mal so. Jetzt, du hast dich nochmal vorbereitet. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Nee, Sturzius Antwort. Und das war fast ein Sieg. Ja. Es war nur Glück, dass ich noch gewonnen habe, ehrlich gesagt, am Ende. Du bist ja, ja auf Position 13 vorgeklettert. Ich glaube, du hast ja wie viele Punkte bekommen? 18, das heißt, davor hattest du ein. Das heißt, jetzt hast du 19 Punkte. Ordentlicher Sprung auf Platz 13. Und Konstrukteurswertung, ganz wichtig. Welcher Platz bist du? Ich bin... Boah, du bist natürlich da, ist ordentlich. Bin Sechster. Und hab nämlich Kimi Räikkönen und Felipe Massa nochmal überholt. Aber am wichtigsten, Konstrukteurswertung, wir können Platz 5 noch schaffen, Sturzio. Wir sind jetzt nur noch 5 Punkte hinter Mercedes. Nur noch 5 Punkte. Ey, wir schaffen sogar noch Platz 4. Ja, das wird eng. Könnten wir auch noch schaffen, wenn wir richtig gut sind. Nee, Leute, dann machen wir bei der nächsten Runde einfach gleich so weiter. Richtig. Das nächste Rennen ist dann allerdings Korea. Und Korea, und das erinnere ist, ich mich. Wie ist das? Dass wir da auch einige Duelle hatten. Aber damals sind wir auch fortgeschritten gefahren und dann waren wir, glaube ich, besser. Da waren wir, glaube ich, Erster und Zweiter eigentlich. Ich weiß es nicht mehr genau. Müsst ihr euch mal anschauen. Übrigens, guckt ihr übrigens mal, bevor wir jetzt endgültig hier Schluss machen, die Rundenzeit an. Wir sind die Einzigen, die sie geschafft haben, unter 1,40. Ich habe selten mal eine bessere Zeit als du gehabt. Ja, das war einfach komplett. Es war ja nicht so, dass ich nie eine Chance hatte, eine gute Runde zu fahren, sondern wir hatten ja beide dieselben Chancen und du hast die bessere Runde gefahren. Naja, ist alles so sympathisch. Leute, haut da rein, kloppt den Daumen nach oben und alte Formel-1-Zeiten erwachen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.